Wir verkaufen die anderen Sachen, die wir nicht brauchen. Ich glaube, die wollten wir behalten, ne? Ja, ich glaube schon. So, dann hier. Den können wir verkaufen. Das können wir nicht verkaufen. Das wollen wir behalten. Das können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Ja, mit dem Schafsicht, das ist, da bin ich nicht so scharf drauf. Das wäre ganz gut. Der wäre gut hier. Unverwüstlicher Eidstein der Resistenz. Der ist gut für den Verteidiger. Den schauen wir uns noch mal kurz an. Und den behalten wir uns auch. So. Die kaufen wir natürlich wieder. Ist ganz klar. Jetzt haben wir 2000 Gold. Hier brauchen wir 1500 und 1500. Aber hier, hier bekämen wir 500 Gebäuderessourcen, müssten aber 1800 Gold ausgeben. So viel haben wir nicht im Überschuss. So, hier wollte ich mal kurz gucken. Dieses Ding für ihn. Nee. Was? Das hier? Nee. Das hier? Nee, das war's auch nicht. Wie wollte ich das nochmal geben? Genesen Einstand der Resistenz. 4 LP, 4 Hilfs-LP für Genesung. Ja, doch, das war schon er. Verteidiger. Haben wir nicht noch einen Verteidiger? Ich glaube, Serpelias ist noch ein Verteidiger, ne? Pro 10 wiederhergestellten LP wird eine Rüstung wiederhergestellt. Ja, ich glaube, er nimmt das tatsächlich. Ja, du nimmst das. Das ist auch für Verteidiger. Wir haben sonst keinen Verteidiger, oder? Haben wir sonst noch einen Verteidiger? Ich glaube nicht, nur die beiden. Okay, dann können wir das verkaufen. Damit wir nicht. Ja, genau, das behalten wir. Seelitöter, das verkaufen wir. Und jetzt Aufstieg. Jetzt Aufstieg. Zwei Punkte. Ein Punkt, damit wir das hier unten freischalten. Der Blitz. Donnerschlag verringert die Rüstung des Tieres um 4. Betäubt haben wir schon. Donnerschlag Reichweite um 2 erhöht. Das ist jetzt nicht so das Problem bei uns im Moment. Plus 5 LP durch Rüstung. Rüstung hört sich um 2. Rüstung hört sich um 2. 5 plus 5 LP durch Rüstungssiegel. Ja, das nehmen wir mal. Oder der Charge. Hm. 15% Waffenschaden ist natürlich auch sehr schön. Mehr LP wäre auch gut hier. Ne? Eine AP, wenn er eine Einheit durch einen Schlag tötet. Plus 10% mehr Lebenskraft. Plus 5% mehr Rüstung. Für jeden Kill werden 4 LP wiederhergestellt. Das ist auch schön. Das ist auch sehr schön. Nehmen wir mal den hier und jetzt schauen wir, was da unten kommt. Nun kommen Sachen, die wir leider alle nicht freischalten können. Okay, das müssen wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Zum Beispiel hier der Kettenblitz hört sich gut an. Jetzt machen wir erstmal, glaube ich, mehr LP. Ja, mehr LP durch Rüstungssiegel. Machen wir erstmal das. Okay, gut. Dann, er muss noch 3 Punkte freischalten. Das reicht leider nicht. Schade. Alchemiemeister, Drangeffekte für den Helden erhöhen sich um 50%. 10% extra Schaden, das brauchen wir nicht. Zu Beginn jedes Gefecht 16 Rüstung, für den der Held nur gegen den ersten Angriff schützt. Ist auch schön, ja. Das haben wir schon alles. Der Todesbann. Der Ahnenbann, 10% Bannstärke. Und hier Waffenschaden, das Helden erhöht sich um jeden aktiven Bann um 5. Er hält zu Beginn für jeden des Zuges einen Bewegungs-AP für jeden aktiven Bann. Tja, was nehmen wir denn da? Magische Rüstung ist schon gut eigentlich, aber so viele Probleme hat er nicht mit Angriffen. Vielleicht nehmen wir mal den Todesbann. Sie verliert einen Zug lang 30% seiner aktuellen Lebenskraft. Das hört sich schon gut an. Machen wir das mal. Und dann müssen wir gucken, was wir dann als nächstes freischalten. So, dann Serpelias. Da haben wir schon alles. Durchsetzungsstärke ist auch schön, ja. Wachsamkeit, das ist aber alles nicht das, was wir brauchen. Der Schutz, der war immer ganz gut, ne? Schutz gewährt dem Helden sowie Verbündeten innerhalb der Reichweite nochmal 2 Rüstung zusätzlich. Verbündete erhalten Schutz an der Entfernung von allen Feldern. Ah, der Schutz erweitert sich aus. Das ist eine gute Sache.
Abklingzeit von Schutz auch. Okay, so machen wir das. Und dann haben wir das da unten. Dann schauen wir uns beim nächsten Mal an, wenn wir wieder Steigerung haben. Sphere T-Gear. Plus 10% Lebenskraft und plus 10% Rüstung. Das braucht er dringend, haben wir gerade gesehen. So, dann Bruno Lenoir hat auch einen Aufstieg. Der Erderschütterer. Was haben wir denn da? Erderschütterer versucht Einzug lang verlangsamen. Die Reichweite erhöht sich um 2 Felder. Verursacht Rückstoß und 15% Waffenschaden. Ja, hört sich gut an. Vergeltung. Wenn dem Gegner ein Treffer gegen den Helden gelingt, erhält der Held bis zum Ende des Zuges plus 10% Waffenschaden bis zum Ende des Gefechtes gegen diesen Gegner. Ja, ist auch nicht schlecht. Der Wuchtangriff, AP-Kosten verringern sich, vergrößert, ja, hier, genau, betäubt mit Wuchtangriff, 25% Waffenschaden, wenn die anvisierte Einheit volle LP hat. Was haben wir hier noch? Während der Verteidigungshaltung aktiv ist, verliert der Held nur 50%. 15% Waffenschaden. Jede Abklingzeit verringert sich nach einem Kill durch den Schlag um einen Zug. Das nehmen wir. So, hier brauchen wir noch 6 Punkte. Sir Boas, was hast du denn Schönes? 20% Waffenschaden. Was haben wir hier noch? Ausdauer. Erstschuss. Alchemist. Verringert die AP-Kosten von Fähigkeiten, die Gift verursachen. Er hat gar kein Gift, glaube ich. Hat er nicht aktiviert zumindest. Umlenkung. Der Held erhält minus 4 Schaden durch Fernangriffe. Adrenalin. Und bereit. Hatten wir nicht irgendwo eine Möglichkeit, dass wir auch noch Zusatzschaden? Ah ne, das war ein Amulett. Da weicht im ersten Distanztreff in jedem Gefecht automatisch aus. In jedem Gefecht. Also nur einmal. Na, es ist alles nicht so klar bei ihm hier, ne? Ich glaube, dann geben wir ihm tatsächlich bessere Rüstung. Auf jeden Kill werden 4 LP wiederhergestellt. Das ist safe. So, und Sir Leo de Guance hat Inspiration. Hat er schon? Ich glaube nicht, ne? Doch, hat er schon. Dann können wir noch die Schutzkugel machen. Gewährt 16 Hilfs-LP für 2 Züge. Die Frostrüstung. Nahkampfangreifer erleiden Schaden in Höhe von 10% des Waffenschadens des Helden. Unbeschwert. Wenn die LP des Helden auf 0 sinken, verringern sich alle Abklingzeiten um 2 Züge. Puh, naja. Der Held verursacht 10% mehr Waffenschaden. Könnten wir machen. Was haben wir hier noch? Einfrieren für 2 Züge mit Frost. Das können wir auch machen. Waffenschaden erhöht sich. Ich glaube, das mit der Inspiration machen wir mal. Inspiration gewährt ihre Dauer aus dem plus 1 Bewegungs-AP. Und entfernt Frost, Einfrieren, Verlangsamen und Betäuben von betroffenen Einheiten. Hört sich gut an. So, das machen wir. Damit haben wir alle gesteigert. Herausforderungsbelohnungen. Schon wieder 2 Herausforderungsbelohnungen. Wahnsinn. Wir sind echt schnell hier. Der Skitöter gewährt dem ausgewählten Helden bis 25% Schaden gegen Seli und Unseli. Das ist natürlich super. Dann ist die Frage, wem wir das geben. Jemanden, der oft dabei ist. Vielleicht zur Mordred. Und hier haben wir gewährt dem ausgewählten Helden Immunität gegen Niederschmettern. Ja, wem geben wir jetzt das? Wenn wir das zur Mordred geben, dann ist er voll. Er kann nämlich 4 Sachen haben. 25% weniger Schaden durch Fernangriffe, 20% maximal Lebenskraft und 25% weniger Schaden durch Zauberfähigkeiten. Und wenn wir ihm jetzt noch 25% Schaden gegen Seli und Unseli geben, aber ich glaube, das mache ich. Ja, das mache ich. Dann ist er voll, aber Seli und Unseli sind natürlich schon sehr, sehr starke Gegner, die im Moment ja sehr wichtig sind. Und dann haben wir hier noch Immunität gegen Niederschmettern. Das müssten wir auch einem Nahkämpfer geben. Der hat schon 3. Und das ist jetzt nicht so wichtig mit dem Niederschmettern. Das passiert nicht so oft. Und jetzt könnten wir uns die TG geben. Jetzt könnten wir Bruno Lenoir geben. Der hat nämlich noch gar nichts. Ja. Geben wir ihm das. Da hat er auch was. Gut, sehr schön. Okay, das war's dann für diese Aufnahme. Auch schon fast wieder 2 Stunden, Wahnsinn. Na, die Zeit geht immer so schnell vorbei hier. Vor allem, wenn die... Noch eine? Nee. Das haben wir schon genommen. Vor allem, wenn die Kämpfe so lang dauern. Gut, haben wir im Übungsplatz? Da haben wir noch einen Platz verfügbar. Wir müssen dann gucken, wen wir jeweils mitnehmen. Aber ich glaube, wir nehmen Mordred, Dinair, also Lady Dindrain, dann Sir Ector, Sir Pelias mit und können dann Sir Boas zum Beispiel noch
hier oben reinsetzen. So, Moment. Hier könnten wir tatsächlich sogar... Nee, das geht nicht, weil er... weil er schon Stufe 12. Bei ihm würde das gehen, ne? Für 416 hätte er gleich den nächsten Aufstieg. Aber es ist ein Haufen Geld. Ich mache das mal nicht. Wir machen das mal so. Okay, Sir Boris trainiert. Passt. Nächste Mission hat Sir Kai einen Aufstieg und dann sollten wir ihn auch mal wieder in den Kampf mit reinnehmen. Da ist er auch schon Level 10. Puh, so, gut. Jetzt aber beende ich mal hier die Folge und die Aufnahme. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann, macht's gut. Valete! Willkommen zurück, Freunde, in Camelot bei King Arthur, A Knight's Tale. Ja, das ist das beschauliche Camelot, das wir auch immer Stück für Stück weiter aufbauen. Wir werden gleich nachgucken, mit welchen Helden wir in das nächste Abenteuer starten. Aber ich habe bei einem kurzen Kontrollblick in Camelot gesehen, was wir unbedingt haben sollten oder was ich sehr gerne haben würde. Nämlich diese Reliquie, Feuerring des Beschwörers für unseren lieben Sir Ector. Denn diese Reliquie bringt -1 Abklingzeit für Feuerfähigkeiten. +4 Schaden gegen Einheiten mit Brand und +3 Schaden gegen Unseli. Das wäre doch sehr schön. Und außerdem ein bisschen mehr psychische Kraft. Im Moment hat er +1 Zugdauer vom Brand und +2 Schaden gegen Einheiten, die mindestens 6 Felder entfernt sind, was auch ganz schön ist. Aber diese Reliquie wäre doch toll. Wir bräuchten 1500 Reliquienstau. Wir haben im Moment 200. Tja, schwierig. Ja, wir könnten das hier verstauben, würde uns ein bisschen was bringen, aber... Ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir das nicht doch selbst behalten wollen. Egal. Also das ist Zukunftsmusik. Jetzt gehen wir erstmal auf die Abenteuerkarte und gucken uns an, was ist unsere nächste Quest. Wir haben auch ein nächstes Ereignis. Sehr schön. Schauen wir uns erst das Ereignis an. Schatten der Vergangenheit. Reisende und Bürger verlangen eine Audienz bei Hofe und berichten aufgeregt von verlorenen Soldaten, die seltsame Helme mit Federn tragen und ziellos durch Camelot streifen. Sie sind einer uralten, unterirdischen Begräbnisstätte aus der Frühzeit Avalons entstiegen. Einer Höhle, von der es heißt, sie sei ein Tor zur Anderswelt. Niemand weiß, warum diese römisch anmutenden, längst toten Soldaten aufgetaucht sind. Vielleicht wollten sie erneut einen Krieg gegen Britannia anzetteln und sind hier gelandet. Wir weihen die Grabstätte ein und errichten eine Kapelle. Dann bekommt Lady Tindrain, Sir Ector und Sir Tigre eine Loyalität, kostet uns aber auch 300 Gold und wir gehen in Richtung Christ. Oder ich werde einen Ritter schicken, um das Tor zur Anderswelt mit einem Ritual zu verschließen. Ein Held ist für eine Mission nicht verfügbar und wir gehen in Alter Glaube. Ich glaube, wir müssen in Richtung Alter Glaube gehen, ne? Wir wollen, glaube ich, noch zwei. Genau, wir wollen noch 2 Felder in Alter Glaube gehen, um Sir Geraint freizuschalten und auch standhaft freizuschalten. +20% mentale Schwächungsresistenz für alle rechtschaffenden Helden und Helden des alten Glaubens. Das Problem ist, glaube ich, nur dieser globale Effekt. Sobald wir dann in Richtung Christentum rübergehen, wird der wieder verschwinden, kann es sein? Zauberturm kostet weniger. Das ist die Frage. Das, was wir hier schon mal freigeschaltet haben, wird das wieder verschwinden, wenn wir zurückgehen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Das müssen wir ausprobieren. Das müssen wir einfach ausprobieren. Wir werden jetzt trotzdem in Richtung Alter Glaube gehen. So. Wen schicken wir? Ja, das müssen wir uns vorher noch kurz überlegen. Merlin wäre eine Möglichkeit. Sir Bruno wäre eine Möglichkeit. Er ist zwar schon verletzt, aber es sollte trotzdem gehen. Dafür müssen wir uns ganz kurz mal angucken, was wir für eine Mission haben. In welche Richtung möchten wir gehen? Wir haben hier eine 12er Hauptmission und einige Nebenmissionen. Eine 12er, eine 13er, eine 14er und die 12er, glaube ich, wäre die nächste, die interessant ist. Hätte ich auch vermutet. That I was right. Driven by her desire for revenge against her former torturers, she is on the search for a pathway that could lead her to the deeper regions of the other world. Okay, ich hätte gerne Lady Tindrain dabei. Die hohe Menge an Erfahrung und die Verlorenen. Haben wir nicht jemanden, der besonders gegen die Verlorenen gut kämpfen kann? Da war doch auch irgendwas. War das nicht sogar Lady Tindrain? Schauen wir uns mal ganz kurz an. Hatte sie nicht was gegen die Verlorenen? Ich dachte ganz kurzfristig mal, wir hätten... Oder war er das? Wir hätten irgendwo was gegen die Verlorenen speziell gehabt.
Aber ich glaube, wir haben das ausgetauscht. Ne, hier, Fluch der Verlorenen. Minus 10 LP insgesamt, aber es hat damit nichts zu tun. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Nee. Also wir haben auf jeden Fall jemanden gegen die, wie heißen die nochmal, die Skiten? Ja, gegen die Pikten, genau. Gegen die Pikten, das ist nämlich Sir Bors. Der ist speziell gegen die Pikten geeignet. Ja, ich finde jetzt niemanden. Das ist auch gegen die Pikten. Nein. Und Merlin ist was? War es nicht? Merlin war es definitiv nicht. Na gut. Was doch er hier? Da hätten wir gleich den ersten nehmen sollen. Nee, der war es aber auch nicht. Und Mordred war es auch nicht. Übrigens, ich habe mir das nochmal überlegt. Es war wahrscheinlich doch eine schlechte Idee, Sir Mordred diese Fähigkeit zu geben, 25% mehr Schaden gegen die Seelie und die Unseelie. Ich hätte es jemand anderem geben sollen. Weil Mordred soll ja sowieso immer dabei sein. Und der andere, der hätte dann vielleicht dabei sein können oder auch nicht dabei sein können. Na, egal. So, also wir setzen sie. Was bedeutet, dass wir Bruno Lenoir oder Merlin wegschicken können. Dann schicke ich lieber Bruno Lenoir. So, gut. Noch ein Ereignis. Tatsächlich, Ritus des ewigen Frühlings. Oh, Moment. Wir sind noch eine Richtung alter Glaube, eins mehr Richtung alter Glaube gegangen. Frühlingstal ist seit jeher als die Speisekammer Camelots bekannt, da die Götter das Dorf stets mit Glück und einer reichen Ernte segnen. Den Gerüchten zufolge ist dies kein Irrtum, sondern das Werk der örtlichen Druiden. Tatsächlich halten die Druiden regelmäßige Rituale im Frühlingstal ab, bei denen sie den alten Göttern Opfer darbringen. Als Zeichen ihres Respekts haben sie Camelot zu der nächsten Zeremonie eingeladen. Man erwartet, dass wir einen Ritter schicken, der dem Ritual beiwohnt. Wir haben noch 3 Missionen Zeit. Dann können wir einen Ritter schicken, der dann nicht in dieser Zeit dann nicht verfügbar sein wird. Aber im Moment, glaube ich, haben wir keinen. Die alle wollen wir mitnehmen. Merlin könnten wir schicken. Merlin würde da sogar gut passen eigentlich, oder? Wir schicken Merlin. So. Sehr gut. Und dann, ach, schaut mal, hier haben wir sogar einen Neuner, das Kloster des Heiligen Herzens. Eine Neuner Mission, die ist jetzt, glaube ich, kürzlich erst aufgetaucht, oder? Vielleicht ist sie aufgetaucht, weil wir hier Alter Glaube 7 bekommen haben, aber eigentlich Sir Lancelot haben wir, glaube ich, schon, oder? Oder ist das jetzt gerade die Mission, die aufgetaucht ist, dass wir Sir Lancelot rekrutieren? Ich dachte, das hätten wir schon. Ich gehe noch mal ganz kurz nach Camelot. Hier, nee, das war Sir Parzival, stimmt. Sir Lancelot, das wird vielleicht Sir Lancelot sein, aber wir machen jetzt trotzdem die Boudica. Neue Nebenmission. Ja, genau, hier wird es ja auch angeteasert. Das ist die neue Nebenmission, die jetzt aufgetaucht ist. Wir machen trotzdem jetzt erstmal hier die Höhle der Schatten. So, dann Lady Dendrain, du musst hier auch noch rein. Wir tauschen nochmal ein bisschen Platz. Machen wir es mal so. So machen wir es. 2 13er, ein 12er und eine 10er. Und los geht's. Sehr gespannt. Wahrscheinlich wieder Indoor. Alten Gemäuer, ja, genau. Oh, ein Bade. Ja, da müssen wir aber schnell hin. In der Tat. Oh, was ist denn hier los? Das ist doch Boudica, das ist doch eine Dame. Ja, genau. I should have picked a better bed warmer than a perfumed troubadour. Welcome, knights. Don't be fooled by his cries. I can hack apart these corpses myself. But feel free to join in, if you like. Okay. Warum nicht? So. Mordred, kannst du einen Schildansturm machen? Theoretisch auf ihn hier, ja? Das würde sogar gehen. Dann würden wir uns aber sehr exponieren. Das ist keine so gute Idee. Ich glaube, ich mache tatsächlich lieber einen Donnerschlag. Und sie kann einen gezielten Schuss machen. Ein toxischer Tod, das heißt, er vergiftet uns wahrscheinlich. So, Sir Ector, Todesbann. Ziel verliert ein Zug lang 53% seiner aktuellen Lebenskraft. Das ist natürlich schön. Ein Feuerstoß wäre noch schöner auf ihn hier. Ja, dann haben wir den nämlich schon mal erledigt. Den haben wir auch geschadet. Ich schaue, ob hier links noch einer ist. Da ist keiner. Dann haben wir noch einen Verlangsamungsbann. Der geht auf ihn leider nicht, aber auf den toxischen Toten.
Blutbank bringt, glaube ich, nichts auf die Verlorenen, aber ich mache es trotzdem mal. Ja. Aber ich glaube, das bringt nichts. So, sie ist schon durch. Das ist schon erledigt. Und Pelias, Sir Pelias, da ist die Frage, gehen wir hier hin? Ich glaube, ja. Wir gehen hier hin und machen einen Schutz. Dann haben wir nämlich Boudica auch gleichzeitig geschützt. Das ist doch zum Beispiel sehr schön. Gut, die brennen sich hier. Da kommt die Wacht zu tragen. Und Boudica schlägt natürlich jetzt auch zu. So, Mordred kann jetzt hier einen Schildansturm machen. Machen wir doch sofort. Schlagen nochmal zu. Sehr schön. Sir Pelias hat die Hektik. Zack, zack. Schlägt dann ihn tot und den anderen sogar auch. Ah, der verteilt irgendwie Gift. Das ist nicht so schön. Aber ich glaube, es hat uns nicht so stark geschadet. Wir können sogar noch einen Schildansturm hier machen. Zusätzlich noch. Wow. Richtig gut. Dann müssen wir sogar noch ein Stück zurückziehen. Sehr gut. Die Lady Dindrain geht mal hier vor und schießt auf den, würde ich sagen. Feuerpfeil brauchen wir eigentlich nicht. Giftpfeil hilft nichts. Wir schießen hier einen normalen Pfeil an. Und damit stirbt er. Das ist doch sehr schön. Sir Ector steht hier hinter dem Baden ein bisschen blöd. Auf den geht's nicht. Machen wir es auf den. Hallo? Achso, ich habe jetzt die Möglichkeit. Drei hintereinander, genau, richtig. Okay, dann passt es. Der ist auch weg. Der stirbt und dann haben wir nur noch diesen einen da. Ja, bei diesem toxischen muss man wirklich aufpassen. Sehr gut. Ja, dass die endlich vergiften. So, das war's. Erster Kampf vorbei. The gods wanted us to meet again, knights. It's either a good omen. Or, I'm destined to die in good company. Okay. Macht ihr noch immer Jagd auf die, die eure Töchter getötet haben? Oh, I tracked the sinners down one by one. I poured lead into their eyes, then listened to their pitiful cries. Before I burned them alive. Okay. Also habt ihr nun eure Rache bekommen. There is one more left to punish. A champion of Aboricum. He ordered the rape and murder of my children. When I turned him down as a suitor. Römischer Streiter? Versteckt er sich in Avalon? No, he never ended up here. But I found out that he is trapped in their own underworld. Wieso seid ihr dann hier? This catacomb is teeming with the lost. I'm looking for an infamous priest and priestess from Aboricum who are among them. Okay, wie können sie euch helfen? Avitus the Ancient One was able to fling open the gates of hell. Cornelia the Horn had the power to summon the dead. Also sie möchte da irgendeinen Untoten heraufbeschwören, um an ihm Rache zu nehmen. Interessant. Was habt ihr mit zwei toten Priestern vor? Ludwin will command them to open a gateway to their hell and drag the champion here. That Roman dog can't reject my call. Ludwin, euer Bade, wie das? Und dann was? Und dann was? Then I kill him. Ist doch schon tot. Soul to the gods. Not even hell can stop a grieving mother's wrath. Die bösen Toten zu zwingen, euren Erzfeind aus dem Hades zu rufen, ihr seid wahnsinnig, Boudica. Eure Entschlossenheit verlangt Respekt. Nee, sie ist wahnsinnig. Nothing is impossible with the will of iron and a few capable knights at my side. Gesprochen wäre eine wahre Kriegerkönigin, dann los. Je eher wir damit fertig sind, desto besser. Ja, dann los. Sehr gut. Lady Boudica ist bei uns mit dabei. Wir sollen Avitus Sarkophag und Cornelia Sarkophag finden. Und da ist die Karte. Wir haben zwei Lagerfeuer. Da schaut mir eher aus ein bisschen natürlichere Höhlen, ne? Weil die Form schaut anders aus wie jetzt hier. Aber gut. Ich glaube, das ist nur durch die Karte so. Wenn wir erstmal dort sind, wird es wahrscheinlich auch sehr eckig und kantig sein. Wir stehen gerade hier. Dort sind wir reingekommen. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal hier lang und schauen, was da so ist. Ja, das würde ich mal sagen. Aber erstmal kurzer Blick, ob es hier noch was Interessantes gibt. Oh, der Nebel, wie er sich bewegt. Sehr schön gemacht. Da ist nicht. Da ist was, oder? Ja, da ist was. The inscription has been scraped off. There is no way of knowing what lies inside. Wir öffnen ihn. So, the dead don't take their belongings to the other world. Splendid.
Bisschen Gold, okay.